Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich begrüße Sie im Etihad Stadium. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Im Stadion herrscht eine sensationelle Stimmung. Das wird ein tolles Spiel. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Foden. Die Chance jetzt. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Doku. Und er hat den Ball. Bernard. Könnte was werden. Guter Pass. Bernard. Vorwärtsdrang jetzt. Da muss die Abwehr aufpassen. Schauen wir uns mal an, wer denn so die Schlüsselspieler werden könnten heute. Da fällt mir natürlich insbesondere Erling Haaland ein. Als Torschützenkönig dieses UT-Vereins ist er enorm wichtig, keine Frage. Auf ihm ruht so ein wenig die Taktik, die Strategie. Ist schon klasse, wenn du so einen treffsicheren Mann hast. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Foden. Julian Alvarez. Bernardo hat den Ball. Könnte die Führung werden. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Und die Situation geklärt. Starke Aktion. Manchester City mit der Chance zur Führung. Aber dann diese Parade, diese Glanzparade. Vielleicht entwickelt sich hier gleich die nächste Gelegenheit. Klasse Timing hier. Filip Mladenovic. Immer gefährlich, wenn du da den Ball eroberst. Schönes Pressing. Er hat die Chance. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Macht das da gut. Villena. Palacios. Da haben sie jetzt einige Optionen. Macht er das Tor? Jetzt der Schuss. Ederson hält. Ball noch im Spiel. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Akanji. Bernardo Silva. Josko Gvardiol. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Weiter geht's im Etihad Stadium mit Durchgang 2. Sie lauern da jetzt auf die Führung. Er passt gut auf und hat den Ball. Haaland. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Alvarez. Ruben Dias. Ruben Dias. Erling Haaland. Haaland. Julian Alvarez. Chance zur Führung.
Szene geht weiter. Doku. Bernardo hat den Ball. Jeremy Doku. Wartet erstmal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Und die Möglichkeit. Ganz stark. Bernardo. Die Fans werden laut, sie fordern jetzt schon einen Schuss. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Filip Mladenovic. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Juricic. Wird es hier noch mal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Odri. In den freien Raum. Haaland jetzt. Der ist drin und damit gehen sie hier kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Hier nochmal Feldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Bernard. Sie können kontern. Haaland. Steilpass von Erling Haaland. Und da ist dieser Angriff beendet. Sie machen zu. Die Möglichkeit. Klasse reingespielt. Das ist das Tor und ich glaube, das ist jetzt auch endgültig der Sieg. Der Vorsprung ist jetzt einfach zu groß. Wir schauen noch mal. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Bittere Niederlage, vor allem in dieser Höhe. Das gilt es zu verarbeiten. Von Erling Haaland haben wir heute eine Menge gesehen. Der war heute gut drauf und das Ergebnis stimmt natürlich auch. Er kann zufrieden sein. Dann ist es